Hallo? Clever Action! Karte aktualisieren. Okay, da gibt's nicht mehr. Ach so. Verprügeln wir die Wand. Ja. Boah, heilige Scheiße, wo muss ich denn lang? Ich höre die ganze Zeit diese... Aber I see, ne? Und Greta werde ich töten. Nur zu meiner Sicherheit. Voll die Kameras. Hallo? Hallo, Mann! So eine Pistole mit Schalldämpfer wäre auch toll. So, da kann man nicht schießen. Zwinger. Die Zwinger, die denen Rudi Jäger seinen brutalen Kampf unterhält, als außergewöhnliche grausame Form der Hinrichtung wirft Jäger seinen Hunden ab und zu gefangen aus dem Burggefängnis zum Voraus vor. So ein Penner. So ein Penner. Hallo? Voll die Schreie.
Oh. Sind es Gefangene da unten? Okay, lass mal. Oh, ich habe keine Map von hier. Gibt's hier irgendwo eine Map? Shit. Artikel. Mittelalterliches Schwert in Wolfsburg ausgegraben. Unter einer Straße in Wolfsburg, Entschuldigung. Unter einer Straße in Wolfsburg fanden Archäologen die Teile eines alten Schwertes. Die Waffe wurde auf das 10. Jahrhundert datiert und gehörte einem mittelalterlichen Ritter. Lotti Kohl, die Leiterin der Ausgrabungsstätte, äußert sich heute begeistert über den historischen Fund. Der Ritter stand im Dienste von König Otto, Kaiser der Heiligen Römischen Reiches. Als er aus unbekannten Gründen auf den Straßen Wolfsburgs zu Tode kam. Ein Zusammenhang dieses Fundes mit der Zerstörung Wolfsburg im Jahre 965 nach Christi konnte nicht nachgewiesen werden, aber er unterstreicht die unterörtliche Historikerin beliebte These, dass eine von König Otto ausgesandte Gruppe von Rittern getötet wurde, als sie vergeblich versuchte, die Stadt vor den einfallenden Plündern zu verteidigen. Die Tür öffnet. Oh. Erzähl mir von dem Geheimnis. Was weiß Helga? Oh, mein Junge. Bist du von der Front zurück? Ich hätte nie gedacht, dass ich dich wiedersehe. Oh, mein kleiner süßer Junge. Oh. Tut mir leid, alter Mann. Du verwechselst mich mit jemandem. Ich dachte, eine Sekunde lang. Klinikpatient. Mit Hilfe der in Burg Wolfstein eingesperrten Geisteskranken sammelt Helga von Schaps esoterisches Wissen. Wie die Jahre geflogen sind. Früher saßen wir mal am See, bis die Sonne unterging. Und sahen zu, wie die Schwäne übers Wasser flogen. Der Arme. Ich sehe ihre Spiegelung im Wasser deutlicher als sie selbst. Ich weiß doch, wie ich dir durchs Haar gefahren bin und du ein bisschen von deinem Brot genommen hast. Den Blick fest auf die Angelschnur gerichtet, um sie sofort hochzuziehen, wenn etwas anbeißen sollte. Wie die Jahre vergangen sind, mein Sohn. Nicht wahr? Okay, jetzt wird's creepy. Tschüss. Habe ich Ihnen von Tante Sarah erzählt? Als sie im College war, wurde bei ihr Demenz festgestellt. Die Medikamente machten sie benommen und merkwürdig. Ich erinnere mich noch an ihre Augen, wie dreckige Fenster in einer verlassenen Hütte. Meine Mutter dachte, dass es durchs Blut übertragen. Und wir fallen hier gar nicht auf, oder was? Also... ich meine, hey! Sind wir geisteskrank manchmal? Genau!
Ich fühle mich hier ein bisschen unwohl. Oh, oh. Oh mein Gott. Fast hätte er es fast geschafft, die Wand voll zu machen. Fast. Hallo? Oh, was ist das? Der hat Schnaps in der Hand. What? What the fuck? Alter, wie geil ist das denn? Auf. Wie geil! Wie geil! Das ist einfach mal in-game ein Game! Oh shit, er kommt. Wie geil ist das denn? Oh, wie geil! Komm schon, stirb! Der will nicht... Alter, du bist voll der Pixelhund! Alter, was für ein aggressiver Hund! Alter, wie geil! Ich will das nochmal! Okay. Also los. So, wenn wir hier gehen. Ich feiere das gerade. Oh, hier ist Essen. Ich feiere das unsere Hardcore gerade. Oh fuck. Hier war Essen drin. Sorry! Ich feiere das heftig gerade. Und ich bin tot. Thank you.
Oh. Ey, warte, da kann ich was nehmen. Ho, ho, ho! Yes! Baby! Zum ersten Teil. Christ. Naru. Ich weiß nicht mal, wo wir hin müssen. In your face. Drum, bam, bam. Das kann er doch nicht. Oh. Wir nicht sterben würden. Heißt es, ich habe die Waffe schon verpasst? Ich habe die Waffe verpasst. Nein. Habt ihr das gesehen, wie schnell ich gezogen habe? Ich bin eben Lucky Luke und ich denke, ich war hier schon mal. Hält ja mal voll viel aus. Was ist unser Ziel? Ich weiß nicht. Oh, ich habe sogar eine Karte von dem Klettern. Die Folge wird wahrscheinlich ein wenig Überlänge haben, aber ich feiere das gerade nicht. Was soll ich mit dem ganzen Geld machen? Das ist hier auch ein Ziel.
mache ich mit dem alten Zug? Können wir da eine Zahnspange machen? Hier lang. Oder? Naja, und dann rechts. Und dann da mal rein. Das ist auch ein Ziel. Ich weiß es nicht. Da kann man sich einfach mal ins Bett legen. Und dann kommt man dann so ein Pixelspiel. Muss ich jetzt alle Wände ablatschen oder was? Ich war hier doch schon überall. Ich würde sagen, wir wachen einfach mal auf. Zu geil, ich feiere das gerade irgendwie. Heftiger Shit. So. Spring. Was ist? Alter, bist du behindert? Bist du behindert? Alter, der sticht einfach auf mich ein. Elite-Soldaten. Die Elite-Soldaten der Spezialeinheit für paranormale Vorgänge sind gefürchtet und für ihre Brutalität und Erbarmungslosigkeit bekannt. Bist du behindert, Alter? Arsch. Notiz eines Offiziers. Oh mein Gott. Ich wusste nicht, dass ich... Helmut, du musst das hier der Akte für neue Patienten hinzufügen. Du darfst es nicht noch einmal vergessen, sonst dreht Helga wieder durch. Weißt du noch das letzte Mal? Erspar uns dies, das bitte dieses Mal. Drei neue Patienten nächste Woche. Erster Patient B6 hat scheinbar Visionen von dunklen Höhlen unter Wolfburg. Zweiter Patient B7 träumt von Armeen, die durch Lichtstrahlen niedergemetzelt werden. Dritter Patient B8 glaubt, die Gedanken des faulenden Maschinenmonsters zu hören. Meine Güte, was für ein Schwachsinn. Ich werde dir nie verzeihen, dass du mich für die Dienste empfohlen hast. Und hör auf, Nachrichten wie diese hier rumliegen zu lassen. Erich. Auf die Notiz gekritzelt, Helmut, schicken Sie Erich an die Front in Afrika zur Infanterie Helga. Ganz ehrlich. Notiz zu Patientengespräch von Helga. Ich muss ständig über diesen Jonas Hartmann nachdenken. Da steckt mehr hinter seiner scheinbar sinnlos Gebrabbel als irgendeine Psychose. Er beschreibt wiederkehrende Visionen in Verbindung mit der Stadt Wolfsburg.
Sie scheinen auch mit König Otto zu tun zu haben. Eine niedergebrannte Kirche, seltsame Maschinen in einem unterirdischen Labyrinth, verrottete Gliedmaßen, die sich in der Dunkelheit bewegen, die sich in höchstem Maße faszinieren. Vielleicht ist es die erste richtige Spur, die uns zu vergrabenen Schätzen König Ottos führt. Ich werde ihn in der Bibliothek befragen. Welchen Wein nehme ich nur? Ein Sauvignon könnte gut hinpassen. Ich freue mich schon drauf. Alter. Hätte mich mal abge... So ein... Bastard. So, gib mir ruhig mein Messer. Schalte Kommandanten aus, bevor sie Verstärkung rufen können. Was? Signal, was? What? Signal entdeckt. Gefängnis-Docks. In den Docks laden und entladen die Frachtkräne ihre tägliche Lieferung von Vorräten, Waffen und Gefangenen. Boote werden von oben mit abgehängten elektrischen Leitungen mit Strom versorgt. Sie sind die einzige Verbindung des Gefängnisses zur Außenwelt. Kann ich mich nicht einfach als ihn verkleiden oder so? Oh. Oh.
Labom. Limit erreicht? Ich habe nie mein Limit erreicht. Ah. Aber die Waffe hat doch gar keinen... hat den Schalldämpfer? Nee. Na, da ist keiner. Alter, die sehen dich voll. Der da unten bekommt gar nichts mit, wie ich seinen Kollegen einfach ab. Ich hab ihn dann... Wow! Nix! Meine lieben Freunde, ich würde sagen, ich mache hier einfach mal einen kleinen Cut. Und wie es weitergeht, ja, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Aber da ist auch ein kleines neues Projekt ist von mir. Lasst mir doch ein bisschen Unterstützung da, Form von Likes, Kommentaren. Und bis dahin, ciao.